Einen wunderschönen guten Abend. Hallo, guten Abend. Es freut mich sehr, dass so viele Menschen doch den Weg hierher gefunden haben. Mein Name ist Ute Fendler vom Exzellenzcluster Africa Multiple. Ich darf Sie heute Abend hier im Kulturhaus 9,5 in Bayreuth begrüßen für eine Kooperation mit dem Sender Arte. Wir zeigen heute als Premiere, und wir sind darüber besonders glücklich, zeigen wir diesen Film heute Abend, Yes We Can, die neue schwarze Malerei von Frau Marion Schmidt. Frau Marion Schmidt ist schon im Saal. Wir werden aber jetzt zuerst den Film zeigen und nach dem Film haben wir dann Gelegenheit zur Diskussion, zur offenen Diskussion, zum Austausch mit Frau Schmidt. Auch der Co-Writer, alles ist immer sonst auf Englisch, vom Skript ist ebenfalls anwesend. Also wir können anschließend eine interessante Diskussion haben über diesen sehr spannenden Film, der uns neue Perspektiven auftut zur schwarzen Malerei. Ich wünsche Ihnen eine sehr schöne Projektion und bis später. Vielen Dank. Wer immer dieses Porträt sieht, fühlt sich bestärkt, dass damit ein neues Kapitel beginnt. Für Schwarze ist es sehr wichtig, sich in Museen repräsentiert zu sehen. Dadurch erschienen neue Künstlergenerationen mit ersten Einzelausstellungen und großen Ausstellungen in Museen. Warum ist das nicht schon früher passiert? Weil der schwarze Körper wie ein Objekt behandelt wurde. In den heiligen Hallen der Nationalen Porträtgalerie in Washington sind sie alle ausgestellt. Amerikas Präsidenten. Am 12. Februar 2018 werden die offiziellen Porträts von Michelle und Barack Obama enthüllt. Damit zieht hier nach 43 weißen Vorgängern das erste schwarze Präsidentenpaar ein. Ich musste erklären, dass ich schon genug politische Probleme habe, auch ohne, dass sie mich wie Napoleon aussehen lassen. Wir müssen das ein bisschen kleiner fahren. Ich denke an all die jungen Menschen, insbesondere an schwarze Mädchen, die in Zukunft an diesen Ort kommen und ein Bild von jemandem vorfinden, der wie sie aussieht. Und zwar an der Wand dieser großartigen amerikanischen Institution. Ich weiß, welchen Einfluss das auf ihr Leben haben wird, denn ich war eines dieser Mädchen. Als erster afroamerikanischer Maler den ersten afroamerikanischen Präsidenten der Vereinigten Staaten zu malen, ist überwältigend. Ganz bewusst hatte sich das damalige Präsidentenpaar mit Kehinde Wiley und Amy Sherald für zwei afroamerikanische Kunstschaffende entschieden. Damit wurden sie zu Wegbereitern für eine neue schwarze Künstlergeneration, die die Porträtmalerei radikal neu erfunden hat und nun gefeiert wird. Baltimore. Weit mehr als die Hälfte der Einwohner sind Afroamerikaner. Die Stadt steht für Armut, Kriminalität, Drogenprobleme und Polizeigewalt. Von hier stammt der Künstler Gerald Gibbs. Als er anfing zu malen, ging es meist um Ungerechtigkeiten und Gewalt. All das, was seine Community täglich erlebt. Damals war Gibbs Mitte 20. Keine 10 Jahre später ist er ein vielbeachteter zeitgenössischer Maler.
Und zwar weit über die USA hinaus. Im Mittelpunkt der Bilder fast immer Menschen, die er kennt. Meist malt er Gegenentwürfe zu den üblichen Klischees von schwarzen Männern. Statt gewalttätiger Typen zeigt Gibbs ruhige, manchmal melancholische Männer in häuslicher Umgebung. Einzelne Details wie Tapeten oder Stoffe, die typisch für die afroamerikanische Kultur sind, spielen für ihn eine große Rolle. Oder aber er zeigt liebevolle Familienväter. Normalerweise beginne ich mit Fotos, die ich im Keller meiner Tante gefunden habe. Das ist meine Tante Mary. Während meines Studiums habe ich diese Bilder als Ausgangspunkt für meine Gemälde verwendet. Und heute benutze ich sie immer noch. Das ist meine Lebensgeschichte. Das sind meine Erfahrungen. Und angesichts der Aufmerksamkeit, die viele Kunstschaffende heute haben, denke ich, dass es gut ist, über etwas zu sprechen, das charakteristisch für die eigene Erfahrung ist. Seine Kindheit und Jugend hat er hier in West Baltimore verbracht. Es gilt als die gefährlichste Gegend der Stadt. Sein Vater war in Drogengeschäfte verwickelt und wurde ermordet, als Gerald 7 Jahre alt war. In Gemeinschaften wie dieser, insbesondere in dieser hier, konzentrieren sich viele Menschen nur darauf, den nächsten Tag zu überstehen. Hier lebte meine Tante. Und von hier stammen viele der Fotoalben, die ich gefunden habe. Vor allem aus diesem Haus. Viele Bilder aus dem Album entstanden in diesem Haus. Im Hinterhof, hier draußen. Wir haben viel Zeit damit verbracht, auf der Veranda zu sitzen und einfach mit den Leuten aus der Nachbarschaft zu reden. Es ist ein unterversorgtes Viertel. Arm würde ich nicht sagen. Denn es ist reich an schönen Menschen, reich an Kultur, reich an Gemeinschaft. Ich glaube nicht, dass noch jemand aus dieser Gegend Künstler geworden ist. Das ist hier einfach keine Option. Dabei hat Gerald Gibbs schon als Kind etwas Taschengeld mit seinem Talent verdient. Für 25 Cent haben ihm Verwandte und Nachbarn seine kleinen Zeichnungen abgekauft. Dass dieser Junge aus West Baltimore mal in Paris ausstellen würde, lag jedoch außerhalb jeder Vorstellung. Und dann, mit 34, hat Gerald Gibbs eine Solo-Show in der eleganten Pariser Dépendance der Marianne Ibrahim Gallery. Während dort gerade alles für eine neue Ausstellung auf den Kopf gestellt wird, hat sich die Galeristin in ein benachbartes Restaurant zurückgezogen. Marianne Ibrahims Galerien sind derzeit die wichtigste Adresse für Kunst der afrikanischen Diaspora. Gerald Gibbs ist für mich jemand ganz Besonderes, weil ich schon anfing, mit ihm zu arbeiten, als er noch zur Kunstschule ging. Er hatte schon eine eigene Handschrift. Auch seine Geschichte hat mich berührt. Seine persönliche Geschichte. In seiner Malerei finde ich eine solche Wärme, eine solche Nähe zu den Personen, dass man glaubt, sie seien ein Teil der eigenen Familie. Er versteht es, Emotionen zu malen und ist sehr, sehr positiv. Man könnte sagen, heiter in seiner Arbeit. Très positif, qui est très, on va dire, joyeux dans son travail. Die französisch-somalische Kunsthändlerin hat sich auf Künstler mit afrikanischen Wurzeln spezialisiert, die in Europa und Amerika leben. Die meisten kommen aus der figurativen, insbesondere der Porträtmalerei. Dieses Genre galt in der weißen Kunstwelt lange als überholt. Aber das klassische Porträt ist wieder ein wenig in Mode gekommen. Für die meisten afrikanischen oder afroamerikanischen Künstler ist das Porträt ein Weg, sich mit ihrem Bild zu versöhnen.
Amoako Boafo ist momentan der bekannteste Künstler, den sie vertritt. In kürzester Zeit hat der Superstar aus Ghana einen raketenhaften Aufstieg hingelegt. Auf dem Auktionsmarkt wird er hoch gehandelt. Allerdings hat die steile Preiskurve sofort auch Spekulanten auf den Plan gerufen. Er hat verschiedenste Sammler angesprochen, egal ob sie aus Europa, Amerika oder Asien kamen. Und ich denke, wenn ein Künstler so viele Menschen berührt, dann steckt in seiner Arbeit wirklich etwas Universelles. Die Arbeiten schwarzer Künstler, ihre Porträts, sind meiner Meinung nach nicht ausschließlich für die schwarze Bevölkerung bestimmt. Sie sind heute auf dem Markt sehr beliebt, weil es solche Porträts bislang nicht gab. Weil man diesen schwarzen Künstlern keine Möglichkeit gegeben hat, sich auszudrücken. Während die Sichtbarkeit afroamerikanischer Künstler in den USA zuletzt deutlich zugenommen hat, manche sprechen auch von einem Hype oder einem aktuellen Trend, lässt diese Entwicklung in Frankreich noch auf sich warten. Obwohl gerade in Paris ein großer Teil der Einwohner zur afrikanischen Diaspora gehört. Auch Marianne Ibrahim sieht den Nachholbedarf und hat sich fest vorgenommen, mehr schwarze Perspektiven in der Galerieszene der Hauptstadt zu etablieren. Sie ist fest davon überzeugt, dass sich auch die Pariser Kunstwelt künftig stark in Richtung Diversität verändern wird. In den USA habe ich gelernt, dass es eine afrikanische, afroamerikanische Präsenz gibt, deren künstlerischen Beitrag man nicht ignorieren kann. Nicht in der Musik, nicht im Film und auch nicht in der Kunst. Ich wollte heimkehren, um etwas zurückzugeben, meine Erfahrungen zu teilen und eine Plattform aufzubauen, um auszubilden und endlich all das zugänglich zu machen, was mir nicht zugänglich gemacht wurde. Den Kontakt zu Künstlern meiner Generation aus aller Welt, die aber doch überwiegend schwarze Künstler waren. Mehr Zugänglichkeit, Sichtbarkeit, Repräsentanz. Alle Kunstinstitutionen sind gefordert, sich zu verändern. Auch der Louvre muss seine Sammlungen angesichts aktueller Debatten neu präsentieren und reflektieren. Die Präsidentin des altehrwürdigen und weltgrößten Kunstmuseums hat gleich bei ihrem Amtsantritt angekündigt, neue Wege zu gehen. Der Louvre ist seit seiner Gründung berufen, die aktuellen Debatten aufzunehmen, die sich gerade um solche Museen und Sammlungen drehen. Daher halte ich es für sehr wichtig, dass das Museum daran teilnimmt. Natürlich beschäftigen wir uns durch ein solches Museum mit der Geschichte unseres Landes, ihren Schattenseiten, Kolonialisierung, Sklaverei. Diesen Themen muss man sich stellen. Es gibt kein Tabu in dieser Institution. Vor dem Louvre hat Laurence Descartes das Musée d'Orsay geleitet. Zum ersten Mal zeigt eine große französische Institution eine Ausstellung zur Darstellung von Schwarzen in der Kunst. So wurde aus dem Porträt einer Negerin das Porträt von Madeleine. Für die Ausstellung recherchierten die Kuratorinnen und Kuratoren nämlich die Namen der bis dahin meist namenlosen Modelle. Wurden sie fündig, haben sie die Bilder nach ihnen neu benannt. Bekanntes aus einer ganz anderen Perspektive zu betrachten. In dieser Hinsicht war die Ausstellung Le Modèle Noir ein wichtiger Meilenstein. Aber ich glaube nicht, dass mit dieser Ausstellung alles zu dem Thema gesagt ist. Sie war nur ein erstes Kapitel. Andere Institutionen müssen es aufgreifen. Die Sensibilität dafür wird sich mit der Zeit entwickeln. Auch für Künstler mit gemischt kulturellem Hintergrund wird man sich sehr interessieren. Dies ist eine wichtige Frage in der politischen Geschichte Frankreichs mit seinen Beziehungen nach Übersee, die absolut grundlegend sind. Nicht nur der Louvre. Viele große Museen müssen heute neue Wege suchen.
Das Londoner Victoria and Albert Museum, das weltweit über die größte Sammlung an Kunstgewerbe und Design verfügt, baut einen neuen Museumskomplex, der im multiethnisch geprägten Osten Londons angesiedelt sein wird. Gründungsdirektor ist Gus Casely Hayford. Wo sieht er die Versäumnisse der großen traditionellen Häuser? It might be that if you were to come to the Victoria and Albert Museum. Wenn Sie das Victoria and Albert Museum besuchen, denken Sie vielleicht, dass Schwarze nicht vertreten sind. Aber wir sind hier genauso vertreten wie in den meisten nationalen Museen Großbritanniens. Wenn Sie ins British Museum gehen, sehen Sie das alte Ägypten. Das ist ein wesentlicher Bestandteil der ständigen Ausstellung. Es ist eine afrikanische Geschichte. Sie sehen den Sudan. Wenn Sie die Tate Gallery besuchen, sehen Sie Künstler wie Matisse und Picasso, die die Moderne und die Abstraktion begründet haben. Sie taten dies, weil sie auf den Pariser Märkten großartige afrikanische Kunst fanden, die sie inspirierte. Afrika ist überall im kulturellen Angebot der Museen vertreten. Es kann aber durchaus sein, dass unsere Räume diese Geschichte nicht erzählen, weil wir sie nicht so gestaltet haben. It may well be that we haven't curated our spaces to tell that story. Gus Casely Hayford ist Großbritanniens ranghöchster schwarzer Museumsdirektor. Häufig hat er auf die Grenzen und Barrieren hingewiesen, an die Schwarze auch in der Kunst- und Museumswelt stoßen. Ich denke, People of Color, Menschen afrikanischer Abstammung, fühlen sich zu Recht in den Museen nicht gut repräsentiert. Nicht nur in Museen, sondern in der gesamten Welt der Kunst waren Schwarze kaum vertreten. Für Gerald Gibbs beginnt sich das gerade zu ändern. Vom harten Alltag in Baltimore zur Ausstellung in Paris. Auch für Sheila Gibbs, Geralds Frau, war das eine unglaubliche Reise. Es ist verrückt. Paris ist inzwischen wie eine zweite Heimat, weil wir schon so oft da waren. Das vergangene Jahr war wahrscheinlich die verrückteste, glücklichste, seltsamste und merkwürdigste Achterbahnfahrt, die wir je erlebt haben. Aber ich habe Paris geliebt. Es war wirklich toll. Selbst wenn es regnet. Ich kenne keinen anderen Ort, der bei Regen so schön aussieht. Ich wollte schon immer mal nach Paris. Dieser Traum wurde wahr. Ich dachte, wow, meine Familie ist hier. Wow. Plötzlich schoss mir durch den Kopf, das alles verdanken wir meinem Talent. Wir sind hier, weil ich male. Viele Künstler stellen schwarze Männer in verschiedenen Räumen und Kontexten dar. Aber ich schaffe vor allem Bilder und Gemälde von schwarzen Männern, die von Schönheit umgeben sind. Denn Schönheit ist das Letzte, was die meisten Menschen mit schwarzen Männern in Verbindung bringen. Darauf arbeite ich beim Malen hin. Es gibt viele Blumen in den Bildern, viele Einrichtungsgegenstände, all diese verschiedenen Zutaten. Noch vor wenigen Jahren sah das Leben von Gerald Gibbs komplett anders aus als heute. Mit 27 hatte er zum zweiten Mal das College abgebrochen, denn er musste Geld verdienen, Frau und Kind versorgen. Damals hat er täglich Doppelschichten in der ambulanten Pflege gestemmt. Eine Schicht ging von 8 bis 16, die nächste von 23 bis 7 Uhr. Eines Abends während meiner zweiten Schicht bekam ich plötzlich wieder Lust zu zeichnen. Es war reiner Zufall. Ich hatte ein Foto von meiner Frau Sheila und unserer Tochter Regan und beschloss einfach, es zu zeichnen. Ich habe Sheila ein Foto der fertigen Zeichnung geschickt und sie schrieb sofort zurück. Wer hat das gezeichnet?
Ich sagte, ich natürlich, wer sonst würde ein Bild von dir und unserer Tochter zeichnen? Und sie, nein, das hast du nicht. Und ich, doch, ich habe das gemacht. Und sie sagte, ich wusste nicht, dass du zeichnen kannst. Ich hatte es selbst völlig vergessen, weil ich es so lange nicht mehr gemacht hatte. Ich kaufte ihm eine Tätowiermaschine und Zubehör und sagte zu ihm, du wirst uns ein bisschen was dazu verdienen. Wir hatten gerade geheiratet, hatten keinen Cent, aber lauter Rechnungen. Ich sagte, okay, wenn du sowas kannst, dann verdien uns was dazu. Es hat Spaß gemacht, auf der Haut zu zeichnen und zu tätowieren. Aber es war einfach nicht ausdrucksstark und kreativ genug für mich. Ich musste mich nach den Wünschen der Person richten. Und zum Glück fand ich im Jahr drauf zur Malerei. Am Anfang war ich sehr besorgt. Vor allem, als Gerald eines Tages nach Hause kam, seinen Job gekündigt hatte und sagte, ich werde jetzt nur noch malen. Und ich sagte, das ist doch nicht dein Ernst. Ich wusste überhaupt nichts über Malerei. Alle Maler, die ich kannte, waren tot. Also dachte ich, erst dann wird man berühmt. Ich hatte keine Ahnung, wie wir überleben sollten. Ich hatte wirklich Angst. Aber Gerald macht ernst, schafft es auf die Kunsthochschule und schließt 2020 sein Studium ab. Schon wenig später gewinnt er den Wettbewerb um einen prestigeträchtigen Auftrag von historischer Bedeutung. Für das US-Kapitol soll er posthum das Porträt des Kongressabgeordneten Elijah Cummings anfertigen. Der legendäre Bürgerrechtler hat bis zu seinem Tod den Ausschuss für Regierungskontrolle geleitet. Und traditionell werden alle Ausschussvorsitzenden mit einem Porträt geehrt. Maya Rockamore Cummings, seine Witwe, war mit der Ausschreibung beauftragt. Das ist der Elijah E. Cummings Anhörungsraum. Der einzige Raum im gesamten US-Kapitolkomplex, der nach einem Afroamerikaner benannt ist. Ganz im Sinne ihres Mannes stand für Maya Rockamore Cummings fest. Wer immer das Porträt anfertigen würde, sollte jung und aus Baltimore sein. In diesem Zusammenhang wurde oft daran erinnert, dass auch Michelle Obama sich 2017 mit Amy Sherald für eine Malerin aus Baltimore entschieden hatte. Das Baltimore Museum of Art schlug eine Reihe von Künstlern vor, die für die Aufgabe in Frage kamen, und Geralds Entwurf gewann haushoch. Alle waren hingerissen. Er hat eine sehr überzeugende Arbeit vorgelegt, und Gerald bekam den Auftrag. Der Entwurf des Porträts, den Gerald eingereicht hatte, war sehr viel komplizierter. Später nahm er vieles wieder raus, räumte das Bild quasi auf, entfernte all das überflüssige Zeug. Er meinte, dass Elijah für sich selbst steht, dass er all die Attribute nicht braucht, dass das Porträt allein von seinem Wesen und seiner Aura getragen wird. Nach Angaben der US Capital Society gibt es im gesamten Kapitolkomplex 422 Porträts, von denen nur 13 Afroamerikaner zeigen. Das bedeutet, dass nur etwa 3% aller Porträts dort schwarze Kongressmitglieder darstellen. Und Gerald's Werk wird nun für immer im US Kapitolkomplex stehen. Porträtmalerei war jahrhundertelang den Reichen und Mächtigen vorbehalten. So standen im Zentrum der Darstellung fast ausschließlich Weiße. Männer ließen sich mit den Insignien ihrer Macht abbilden. Frauen hatten dem Schönheitsideal ihrer Epoche zu entsprechen. Dass von den Wänden der europäischen und nordamerikanischen Museen in der Regel nur Weiße herabblicken, wurde lange als selbstverständlich hingenommen. Vor diesem Hintergrund wirkte die Enthüllung der Obama-Porträts wie ein Dammbruch.
Ich habe in Amerika gearbeitet als Direktor eines der Smithsonian-Museen, als die National Portrait Gallery ihr Porträt von Präsident Obama enthüllte. Ich war dort und habe nicht nur die Reaktion der Presse miterlebt, sondern auch die Reaktion ganz normaler Menschen unterschiedlicher Ethnien, die an diesem und an den folgenden Tagen Schlange standen, um das Porträt zu sehen. Und man fühlt sich darin bestärkt, dass dies der Beginn eines neuen Kapitels ist. Die Weltpolitik hat sich geändert. Die Völker des globalen Südens schreien nach Veränderung. Und gerade junge Menschen fordern das jetzt massiv ein. Für Menschen, die in der Diaspora leben, ist das Thema Migration von zentraler Bedeutung. Shannon T. Lewis verarbeitet diese Erfahrung in ihrer künstlerischen Arbeit. Sie ist in Toronto geboren. Ihre Eltern sind aus Trinidad eingewandert. Zu Hause spielte die karibische Kultur eine große Rolle. Draußen war Kanada. Ihr Kunststudium hat Shannon in London absolviert. Heute lebt und arbeitet die Künstlerin in Berlin. Als Schwarze gehört sie weder in Kanada noch in Großbritannien oder Deutschland zur Mehrheitsgesellschaft. Ich glaube, es gibt in der schwarzen Kunstgemeinschaft einen echten Drang, Figurationen und Porträts zu schaffen, nachdem wir von der Kunstgeschichte so sehr vernachlässigt wurden. Oder wir wurden von jemand anderem dargestellt. Es geht also darum, einen Kanon zu schaffen. Bilder, mit denen wir für uns selbst sprechen. Zu meiner eigenen Arbeit kann ich sagen, dass es für mich sehr wichtig ist, das Schwarzsein und besonders schwarze Frauen allgegenwärtig zu machen, nachdem wir 400 oder 500 Jahre weißer Malerei hinter uns haben. Nicht um aufzuholen, sondern um sie universell zu machen. Das ist die Idee. Ich beziehe die Bilder für meine Arbeit aus Mode- und Architekturmagazinen, weil mich die Codes, die Strukturen der Weiblichkeit interessieren. Man kann dort sehr deutlich gesellschaftliche Rollen herauslesen. Sie sagen eine Menge aus. Ich schneide tonnenweise Bilder aus und probiere, wohin sie passen. Dann vergrößere ich sie und verwende sie als Vorlage zum Malen. Diese Collagen sind quasi meine Skizzen. Als ich etwa 10 war, habe ich Zeitschriften nach Bildern von Schwarzen durchforstet. Ich weiß noch, wie ermüdend das war. Es ist so wichtig, etwas zu haben, zu dem kleine Mädchen oder egal wer da draußen aufsehen kann. Dinge, Objekte, die sie zum Träumen bringen. Für mich begann das Thema Migration in meiner Arbeit mit der Frage nach Heimat. Bei uns war Trinidad immer die alte Heimat, obwohl wir in Kanada lebten. Sie wurde mir durch Erinnerungen anderer vermittelt. Es ging also darum, Heimat durch die Stimme einer anderen Person, durch ihre Träume und Erinnerungen zu begreifen. Auch Toronto war irgendwie Heimat, aber irgendwie auch nicht. Die obligatorische Chesterfield-Couch, der kleine Gentleman und sein Traumauto, die Kleidung. Alles unverkennbar am britischen Geschmack orientiert und ein deutlicher Hinweis auf den Anpassungsdruck, dem Migranten ausgesetzt sind. Es ging immer darum, wie wir uns zu Hause verhalten, in der alten Heimat und wie hier. Und es ging darum, zwischen beiden Welten zu navigieren und um Anpassung. Die Figuren in meiner Arbeit betrachte ich als Verwandlungskünstler. Ihnen wachsen die Arme und Gliedmaßen, die sie gerade brauchen. Und sie werfen sie wieder ab, wenn sie sie nicht mehr brauchen. Erst als ich nach Deutschland zog, wurde mir wirklich klar, wie anglophil und kolonial und britisch mein Denken war.
Migration hat also auch damit zu tun, sich von dem Ort, an dem man war, zu entfernen, um ihn wirklich zu verstehen. Marianne Ibrahim, die Shannon T. Lewis heute als Galeristin vertritt, hatte einen Artikel über sie entdeckt und fühlte sich sofort angesprochen. Als Kind somalischer Eltern in Neukaledonien geboren, hat auch Marianne Ibrahim an vielen Orten gelebt, wie Bordeaux, Paris, London, Seattle, Chicago und nun auch mit einem Fuß in Mexico City. Sie wusste genau, worum es ging. Um Frauen, schwarze Frauen und um Nähe im öffentlichen und privaten Raum. Und dann hat sie mir erklärt, worum es in meiner Arbeit geht, ohne dass ich etwas gesagt habe. Ich war so schockiert, denn normalerweise glaube ich, meine Arbeit vermitteln und erklären zu müssen. Aber sie hat sie sofort verstanden. Ich hatte diese Intuition bei Shannon, als ich ihre Arbeit zum ersten Mal sah. Bei Shannon war es Liebe auf den ersten Blick. Man trifft jemanden und es passiert etwas. Weil mich ihre Materie, ihre Technik, aber auch die Themen, die sie anspricht, und ihr ganz besonderer Surrealismus berührten. Das Schöne am Kreieren dieser Bilder ist, dass in deinen Träumen Menschen vorkommen, die dir ähnlich sehen. Man muss sie sich nicht erst ähnlich machen. Es geht darum, ein Vokabular für junge oder auch ältere schwarze Frauen zu schaffen, damit sie in ihren eigenen Träumen stattfinden. Be in their own dreams, basically. Schönheit ist auch eine Form von Widerstand. Denn uns war es nicht vergönnt, schöne Dinge zu haben. Ich will Schönheit auf etwas historisch Hässlichem aufbauen. Als Antwort auf all das haben schwarze Künstlerinnen und Künstler beschlossen, sich diese Codes wieder anzueignen, ein Statut der Macht zu schaffen, sich schön zu machen. Und die Schönheit, die sie verkörpern, auch wieder auszustrahlen. Und warum ist das nicht schon früher passiert? Weil der schwarze Körper als Objekt behandelt wurde. Ich möchte mit unbewussten Bildarchiven spielen, sie dekonstruieren, vielleicht neue Bilder hinzufügen und dann alles neu mischen. Für mich geht es also immer wieder um Collage und Fragmentierung, weil ich versuche, neue Codes, neue Verbindungen, neue Synapsen zu schaffen. Mehrere Heimaten, sich in verschiedenen Kulturen bewegen. Damit kennt sich auch Michael Armitage aus. Er ist einer der Stars der neuen schwarzen Kunstszene. Als Sohn einer kenianischen Mutter und eines britischen Vaters wuchs er zunächst in Kenia auf, hat sein Kunststudium aber in London absolviert. Dort wurde er an einigen der besten Schulen für Malerei ausgebildet. Zu Beginn seiner Ausbildung war er noch ganz durch die Werke kenianischer Künstler geprägt, von denen er bis heute fasziniert ist und die jenseits des afrikanischen Kontinents niemand kennt. Durch sein Studium hat sich Armitage aber auch sehr genau mit den großen europäischen Malern beschäftigt. In vielen seiner Werke sind Spuren dieser Auseinandersetzung erkennbar. Doch die Geschichten, die Armitage in seinen Bildern erzählt, sind immer Geschichten aus Ostafrika. Dieses Gemälde heißt Arrestzelle. Es entstand, nachdem mir ein Freund von seinen Erfahrungen in einem Gefängnis in Nairobi erzählt hatte. Während er in der Zelle auf seinen Prozess wartete, musste er zusammen mit all den anderen Insassen mit aneinanderliegenden Köpfen schlafen.
die Gesichter alle in dieselbe Richtung gedreht, damit sie sich nicht anatmen. Es gab keine Betten. Sie waren so viele und sie bekamen nur diese flohverseuchten Decken. Die Szene hatte etwas sehr Verstörendes, aber auch etwas unglaublich Intimes an sich. Da bildet sich fast eine Landschaft von Körpern um diese zentrale Säule von Köpfen. Die Bilder, die hier in Michael Armitages White Cube Gallery in London zu sehen sind, wurden auch in einer aufsehenerregenden Ausstellung der Kunsthalle Basel gezeigt. Bilder, die alle in Kenia und alle plein air, also im Freien gemalt sind. Die Pandemie hat ihn dazu gebracht, erstmals ausschließlich draußen zu arbeiten. Die Leiterin und Chefkuratorin der Kunsthalle Basel hatte die Ausstellung lange mit ihm geplant, um möglichst viel neue Werke zeigen zu können. Die Ausstellung beginnt mit dem vielleicht kleinsten Werk. Und doch ist es ein äußerst kraftvolles. Das Bild heißt Kopf von Koi Talel und erzählt eine schreckliche, eine brutale Kolonialgeschichte. Koi Talel war Anführer der Nandi, der von den Briten geköpft wurde, um ihren Widerstand gegen den Kolonialismus zu brechen. Der Kopf wurde nach Großbritannien verschleppt und nie zurückgegeben. Michael Armitage tut das gewissermaßen. Er porträtiert ihn mit Zärtlichkeit. Aber das besondere Material, auf dem er malt, offenbart auch die Brutalität der Geschichte. Als ich noch ziemlich gestische Bilder auf Leinwand gemalt habe, wurde ich immer mit dem deutschen Expressionismus oder Neo-Expressionismus, der postmodernen Malerei oder Ähnlichem in Verbindung gebracht. Aber eigentlich wollte ich meine Malerei von Anfang an in Ostafrika ansiedeln. Deshalb habe ich die verschiedenen Aspekte meiner Arbeit hinterfragt, von denen der vielleicht wichtigste das Material ist, auf dem sie entsteht. Lubugo heißt der Malgrund, mit dem Michael Armitage lange herumexperimentiert hat. Der Stoff wird aus der Rinde eines afrikanischen Feigenbaums gewonnen und aufwendig in vielen Arbeitsschritten bearbeitet. Das Material ist kulturell extrem aufgeladen. In Ostafrika wurden Könige damit gekleidet und Tote darin begraben. Aber was macht das Material als Malgrund so interessant? First of all, it shows us that the white. Zunächst einmal zeigt es uns, dass weiße Leinwand keine neutrale Wahl ist. Lubugo wird von Hand und nach alter Tradition hergestellt. Typisch dafür sind auch diese Schnitte, wie Wundnähte, die man so deutlich in seinen Bildern sieht. Sie lesen sich fast wie Narben auf der Haut und geben seinen Bildern so ein Beben, eine besondere Tiefe. Mit zwei ganz verschiedenen Bilderwelten aufzuwachsen, hat Michael Armitage immer als Bereicherung empfunden. Aber an wen denkt er, wenn er malt? In meinem Kopf war mein erstes Publikum immer ein kenianisches. Danach gab es viele andere, aber es war immer zunächst das kenianische Publikum. Ich wollte, dass meine Arbeit das Leben der Kenianer widerspiegelt. Und das hat meine Herangehensweise wirklich verändert. Daher bin ich von abstrakten Bildern zu figurativen übergegangen. Ich würde sagen, dass ich mich für Themen interessiere, die Teile des menschlichen Lebens sind. Und manchmal auch für die Geschichten, über die die Menschen nicht sprechen, die nicht aufgezeichnet und nicht erzählt werden. Das ist für mich immer eine Herausforderung, da mich narrative Malerei interessiert. Always a challenge, as I'm interested in narrative painting. Within the exhibition is one of the largest paintings that. In der Ausstellung ist eines der größten Gemälde zu sehen, das Michael Armitage je geschaffen hat. Es trägt den Titel Dandora.
In Klammern, Sala Musica. Es ist ein Gemälde von epischem Ausmaß. Wenn man es anschaut, erinnert man sich an die Erfahrungen, die man im Louvre, im Met, in großen Museen gemacht hat, in denen historische Gemälde ausgestellt sind. Grand museums that showcase history paintings. Gemälde, die in der Regel von weißen männlichen Künstlern gemalt wurden und die Geschichte weißer Männer erzählen. Und hier porträtiert Michael Armitage Dandora. Das ist die städtische Mülldeponie vor den Toren von Nairobi, auf der der gesamte Abfall der Stadt entsorgt wird. Bei diesem Bildaufbau hat man das Gefühl, dass man Manets Déjeuner sur l'herbe, Frühstück im Grünen, vor sich hat. Es ist ähnlich komponiert. Aber anstelle eines weißen Vergnügens, eines gemütlichen Essens im Gras, sind hier Musiker mit Müllsammlern und Schweinen und anderen wilden Tieren mitten auf einer Müllhalde versammelt. Es ist ein kraftvolles Gemälde. Diese Kraft entspringt auch dem Maßstab, in dem Michael es wagt zu malen und der den Dimensionen epischer Historiengemälde entspricht, die wir kennen. Ein europäischer Maler, der zu den wichtigsten Vorbildern des jungen Stars zählt, ist Francisco de Goya. Armitage hat es als große Ehre empfunden, als für eine Ausstellung in Madrid Werke Goyas mit seinen eigenen im Dialog präsentiert wurden. Ich habe viel Zeit damit verbracht, über Goyas Werk nachzudenken. Seine schwarzen Gemälde sind so grob und doch raffiniert gemacht. Sie sind in jeder Hinsicht schonungslos. Die Farbe wird so direkt eingesetzt, die Themen sind so direkt. Niemand entgeht seinem Blick. Wenn jemand sein Handwerk meisterlich beherrscht und versucht, sich von den Ideen der Akademie zu befreien und etwas so direkt wie möglich auszudrücken, was das bewirken kann, wie es ist, vor einem solchen Werk zu stehen. Diese erste Erfahrung, die ich beim Betrachten von Goya gemacht habe, ist mir bis heute geblieben. Dieser Typ hier, mit seinen Sachen bin ich aufgewachsen. Er kommt aus meiner Gegend. Sein Name ist Bongos Egwuah. Als ich in den 80ern aufgewachsen bin, habe ich ihn sehr oft gehört. Er war der bekannteste Künstler aus meiner Heimat. Er kommt vom gleichen Stamm wie ich. Wir kommen aus demselben Ort. Er hat eine große Rolle für meine Liebe zur Musik gespielt. Play a great role in my love for music. Der Maler Peter Uka stammt aus Nigeria. Heute lebt und arbeitet er in Köln. Da ich meine Heimat vermisse, male ich diese Bilder, hänge sie um mich herum auf und habe das Gefühl, dass ich jetzt gerade dort bin. Obwohl ich hier eine liebevolle Familie und ein tolles Zuhause habe, vermisst ein Teil von mir immer noch meine ursprüngliche Heimat. Die Menschen, die ich kannte, habe ich so in Erinnerung behalten, wie sie damals vor 30 Jahren waren. Es ist eine Art Therapie gegen das Heimweh. Gleichzeitig kann ich etwas tun, was ich wirklich liebe, was meine Leidenschaft ist. Es ist eine Art, das Leben, so wie ich es kenne, darzustellen. Thank you.
Meine Leute lieben kräftige Farben. Wir lieben es, ein rotes Hemd, ein gelbes Hemd, eine blaue Hose oder einfach ein strahlend weißes Hemd zu tragen. Wir möchten präsent sein. Wir möchten, dass man uns bemerkt, wenn wir den Raum betreten. Wenn ich also meine Werke kreiere, versuche ich, diese Farbpalette nachzubilden, für die meine Leute bekannt sind. Auch Peter Uka wird von der Marianne Ibrahim Gallery vertreten. Er ist handwerklich perfekt. Seine Arbeit zeigt, dass er ein ausgezeichneter Maler ist. Aber das ist nicht alles. Er zeigt Emotionen, Bewegungen. Wenn ich seine Arbeit und diese Bewegungen betrachte, werde ich sofort mitgerissen. Ich erinnere mich an die Gerüche. Ich glaube, die Musik zu hören. Ich höre Geräusche, Schritte und schwelge in Erinnerungen. Die technische Perfektion hatte Peter Uka bereits während seines Kunststudiums in Lagos erworben. Das freiere Arbeiten lernte er dann durch ein weiteres Studium an der Kunstakademie Düsseldorf kennen. Inzwischen, wenn Uka bei der Arbeit in seinem Kölner Atelier den Erinnerungen an seine nigerianische Heimat nachhängt, denkt er gelegentlich an seine ersten Eindrücke als Afrikaner am Rhein. Als ich das erste Mal herkam, konnte ich einige Museen besuchen. Aber ich sah nichts, was mich in irgendeiner Weise widerspiegelte. Eines Tages aber hatte ich das Glück, ins Museum Ludwig zu gehen, das gleich um die Ecke von meinem Haus liegt. Und zum ersten Mal sah ich einen schwarzen Künstler, der sich einfach so, ganz selbstverständlich dargestellt hat. Und ich war einfach überwältigt. Das war genau das, was ich machen wollte. Aber ich hatte immer Angst, wie es wohl aufgenommen würde. Wenn ich mir Peters Arbeit ansehe, gibt es eine Art Einvernehmen. Jeder findet sich in seiner Arbeit wieder. Wir finden uns wieder, weil er über eine Zeit spricht, die wir alle in unserem Gedächtnis tragen. Ein eher ungewöhnliches Peter Uka-Werk hängt im Rathaus der Stadt Köln. Es zeigt den ehemaligen Oberbürgermeister Jürgen Rothas. Als der gefragt wurde, wer das übliche Amtsporträt anfertigen solle, bat er kurzerhand seinen Nachbarn Peter Uka, den Auftrag zu übernehmen. Das war eine sehr interessante Erfahrung. Und hier sind wir nun. Das ist das erste Mal, dass ich es seit seiner Enthüllung sehe. Ich war seither nicht mehr hier. Ich habe es nicht an der Wand hängen sehen. Es ist eine sehr große Ehre. Wenn man sich das Werk noch einmal ansieht, sieht man bestimmte Dinge und denkt sich, das hätte ich rausnehmen sollen, das hätte ich hinzufügen sollen, das hätte ich vielleicht ein bisschen kürzer machen sollen. Man entdeckt immer wieder irgendwas. Damals hieß es oft, wow, er ist doch älter. Ja, ich weiß, aber so habe ich ihn erlebt und so nehme ich ihn wahr. Die ersten Entwürfe für das Bürgermeisterporträt stehen noch im Atelier. So erfolgreich Peter Uka mit seinen Bildern zurzeit auch ist, ob er auf Dauer Porträts malen wird, weiß er noch nicht. Im Moment beschäftige ich mich viel mit figurativer Malerei. Aber vielleicht werde ich das in den nächsten Jahren nicht mehr tun. Vielleicht wende ich mich etwas anderem zu. Denn ich glaube, dass Stagnation oder das Verharren in der Komfortzone für einen Künstler den Tod bedeutet. Wenn man sich in eine Komfortzone begibt, stirbt man. Das ist das Ende. Vergiss es. Du bist erledigt.
Du musst dich ständig weiterentwickeln, du musst dich bewegen, du musst etwas anderes ausprobieren. Du musst dich selbst herausfordern. To challenge yourself. Einige erfolgreiche Maler wie Amoako Boafo, Michael Armitage oder Obamas Porträtist Kehinde Wiley unterstützen nun ihrerseits Künstler in Afrika. Wenn die ihre Arbeiten dann aber in Europa oder Amerika zeigen wollen, gibt es hohe Hürden. Visa für junge afrikanische Künstler zu erhalten, ist immer noch sehr schwierig. Vor kurzem konnten wir unseren Künstler aus Kampala nicht empfangen, weil man ihm kein Visum ausgestellt hat. Ich finde es traurig, dass es für Künstlerinnen und Künstler so schwierig ist, zu reisen, sich zu entwickeln und Zugang zum Markt, zu Institutionen oder zu Bildung zu erhalten. Die Obama-Porträts haben die Welt der Kunst in einem Maße aufgemischt, wie es niemand absehen konnte. Die Geschichte der Kunst muss neu geschrieben werden. Sie wurde schon viel zu lange von weißen Männern geschrieben. Die Ausstellungsprogramme der Museen müssen überdacht werden. Bei all dem muss der Fokus auf eine wahrheitsgemäße Darstellung der kulturellen Vielfalt gelegt werden. Je mehr wir lernen, offen und verständnisvoll zu sein, verschiedene Lebensweisen und Ideen zu erleben, desto besser geht es uns als Gemeinschaft. Auch die kleinste Chance, etwas zu sagen, möchte ich nutzen, um mit meiner Malerei eine neue Geschichte zu erzählen. Inzwischen fordert unser Publikum, die Öffentlichkeit, das tatsächlich ein. Künstler fordern es ein. Das ist keine vorübergehende Sache, sondern ein grundlegender Richtungswechsel in unserer Geschichte. Ja, vielen Dank, dass Sie nach Bayreuth gekommen sind. Vielen Dank für den wunderschönen Film. Über Titel und Ähnliches können wir, glaube ich, gleich diskutieren. Ich würde gerne vorab nur schnell Frau Schmidt vorstellen. Ich muss zusammenfassen, weil Ihre Liste an Werken ist sehr beeindruckend und sehr lang, auch die der großen Preise, die sie erhalten hat. Sie hat in Mainz und in Bremen studiert, sowohl Germanistik als auch Architektur, aber eben auch Sozialpädagogik und Soziologie. Stimmt es soweit, mehr oder weniger? Sozialarbeit. Ja. Aber insofern, dieses weite Spektrum schon in Ihrem Studium schlägt sich auch wieder in der großen Palette an Themen, wenn Sie das mal nachschlagen mögen, an der großen Palette an Themen, die Sie in Ihren Filmen bearbeitet.
Und auch für, also sowohl für Hörfunk als auch für eben Arte oder andere Fernsehsender seit vielen Jahren sehr beeindruckende Dokumentarfilme und Features macht und heute Abend eben mit ihrem neuesten Film hier ist, den wir jetzt als erste zu sehen bekamen vorab. Und dann würde ich jetzt gerne noch die Moderatorin des Abends auf die Bühne bitten, Frau Maya Schellenberg. Nehmen Sie ruhig schon mal Platz, glaube ich, und dann... Frau Maya Schellenberg hat Kunstgeschichte und Design studiert an der Hochschule Universidade Federal de Rio de Janeiro in Brasilien und ist seit einigen Jahren Doktorandin an der Bayreuth International Graduate School of African Studies hier in Bayreuth und arbeitet zu Stoffen, also vor allem Wax, in Nigeria und in Brasilien. Hat auch im Eva Leverhaus, dem Zentrum für zeitgenössische afrikanische Kunst an der Universität Bayreuth, an mehreren Projekten mitgearbeitet und wird die erstmal die Unterhaltung mit Frau Schmidt beginnen, bevor wir dann öffnen für das Publikum für Fragen und die Diskussion. Vielen Dank. Vielen Dank nochmal an Sie. Ah, halt, Moment, ich habe was Wichtiges vergessen. Auch wenn der Co-Autor, sehr gut, wenn der Co-Autor nicht auf der Bühne sitzt, sitzt er doch bei uns im Saal. Der zusammen mit Frau Schmidt den Film, das Buch zum Film geschrieben hat, Herr Kwamina Amisa Biden, ganz hinten. Er wollte leider nicht auf die Bühne kommen, aber ich möchte ihn trotzdem gerne begrüßen. Aus Ghana, Cape Coast, Ghana, hat viele Jahre sowohl in Frankreich als auch in Deutschland gelebt, war Musikproduzent, aber ist auch Tanz- und Textilkünstler. Und kennt sich sehr gut in der Kunst- und Kulturszene aus und hat hier mit Sicherheit viel seines Wissens mit eingebracht, wovon wir heute Abend in dem schönen Film profitieren konnten. Und hiermit übergebe ich dann die Mikros und übergebe an Sie beide. Vielen Dank. Danke. Ja, guten Abend. Ja, guten Abend. Sehr schön, dass so eine Hand so voll ist. Danke für heute ins Kommen. Und vielen Dank auch für diesen großartigen Film. Und es ist so wichtig, solche Raum zu öffnen für Künstler, schwarze Künstler, über ihre Werk zu diskutieren. Und auch sehr respektvoll und empowerweise auch. Es ist wichtig. In den Film kommt zu Wort nicht nur die Künstler, so sehr wichtig die Künstler, aber auch, wie wir haben verschiedene Perspektiven von die Kuratoren, auch Galeristen und die Museendirektor. Und das geben uns viel Informationen über das Leben der Künstler und auch, wie sie arbeiten, welche Musik sie gerne hören und aber auch die Gründe, warum sie in der Lage sind, also diese Barrieren zu brechen, so die Barrieren, die Kunstszene geben. Und ja, ich würde gerne so von Beginn Fragen über die Titel. Wir haben ein bisschen darüber vorher gesprochen. Yes, we can. Also wie war das auch in der Frage auch rutschen? Wie war also woher kam die Motivation, den Film zu produzieren und wie war die Beziehung mit den Künstlern auch mit den Galeristen und die anderen, die da sind? Das sind viele Fragen. Okay, wenn ich mit dem Titel anfange, jetzt im Nachhinein finde ich den Yes, We Can für den Film irgendwie ganz naheliegend. Aber ursprünglich war ganz lange der Arbeitstitel Black is Beautiful. Dann, weil das für mich irgendwie immer stand für Selbstermächtigung, für Selbstbewusstsein, abgeleitet aus der 60er Jahre Bürgerrechtsbewegung, wo das ja eine Parole war. Und dann habe ich gemerkt, dass ganz viele jüngere Leute überhaupt nicht diese Assoziation haben und ganz anders darauf reagieren und dachte, ich glaube, ich muss mich von dem Titel verabschieden und dann noch so ein bisschen Brainstorming sind wir dann auf den Titel gekommen. Ich denke, er passt auch. Und die andere Frage, die Motivation. Also ich war, ich glaube 2014,
bei einer Preisverleihung im Museum Ludwig in Köln, Wolfgang Hahn-Preis, ein renommierter Preis, der damals an Cary James Marshall vergeben wurde. Und der ist ja so ein bisschen der Übervater der schwarzen Künstler. Und Marshall hat damals einen Vortrag gehalten, in dem er historisch sehr ausgeholt hat und erklärt hat, also sehr für mich sehr eindrücklich erklärt hat, wie unterbelichtet Schwarze in der Kunst sind, sowohl als Künstler, aber auch als Motiv sehr selten zu sehen sind und wenn, dann in zweifelhaften Rollen. Und dass dann eben Schwarze, wie Peter Ucker das am Ende auch erzählt, wenn sie in die Museen gehen in den USA, in Europa, sich einfach nicht wiederfinden, was sie von den Wänden anguckt, sind Weiße in der Regel. Und seitdem hat sich das Thema irgendwie in meinem Hinterkopf eingenistet. Dann hatte ich immer mit anderen Sachen zu tun, hatte auch noch nicht so richtig eine Idee, wie darauf zugreifen. Aber es hat immer gearbeitet und ich habe dazu gesammelt, immer mal wieder was gelesen, diskutiert. Und dann, als ich den ersten Vorschlag wirklich auch zu Papier gebracht habe und ein erstes Konzept hatte, kam Corona. Damit waren die Reisen, die gemacht werden mussten, ich hatte ursprünglich auch noch sehr viel mehr amerikanische Künstler, nicht mehr möglich. Das heißt, damit war eigentlich alles erledigt und nach Corona musste ich dann mit einem neuen Konzept auch wieder neue Künstler finden. Und ich fand jetzt diesen Ansatz nach Obama, dieser Durchbruch, auch nach jüngeren Künstlern zu gucken, was hat eine nachfolgende Generation daraus gemacht oder davon profitiert. Das hat mich interessiert in Kombination mit der Marianne Ibrahim, der Galeristin, die ja auch in relativ wenigen Jahren einen großen Aufstieg und Erfolg errungen hat und sich sehr eben mit ihrer Spezialisierung auf afrikanische und Diaspora-Künstler eingesetzt hat für diese Künstler und auch sehr profiliert hat auf dem Gebiet und sehr wichtig ist für diese Künstler. Also durch Marianne Ibrahim dann kommen Sie mit den Künstlern kennenzulernen. Zum Teil, ja. Also ihre Künstler, die sie vertritt. Michael Armitage ist noch anders, das hat eigentlich auch schon wieder den Umweg über Elena Filipovic, die Leiterin der Basler Kunsthalle, die hier auch erschienen ist. Die hat damals bei der Preisverleihung, von der ich erzählt habe, die Laudatio gehalten. Und daraufhin habe ich, weil ich auch interessant fand, wie sie daran gegangen ist, so ein bisschen verfolgt, was sie gemacht hat. Also auf dem Umweg. Genau. Ich würde dann jetzt, der Film beginnt mit dem Porträt des Obamas, ne? Und danach gab diese, also weltweit dieser Einfluss was da in den USA passiert, auch haben wir in Brasilien zum Beispiel ausgespürt, viel mehr Raum für schwarze Künstler, auch für Kuratoren und andere Bereiche für Kunst, Kunsteinrichtungen. Und ja, wie sehen Sie das auch in Europa zum Beispiel? Gab es diese Obama-Effekt, Sie schon darüber gesprochen? Effekt war ursprünglich gemeint, dass als die Porträts zum ersten Mal ausgestellt wurden in der Nationalen Porträtgalerie, plötzlich Heerscharen von Leuten kamen, die vorher nicht das übliche Museumspublikum waren,
um die Porträts zu sehen, sich damit identifiziert haben, Selfies davor geschossen haben und einfach ein unheimliches Interesse ausgelöst haben. Bei einer späteren Städtetour, die die Bilder noch in den USA gemacht haben, genau das Gleiche. Das war, hieß der Obama-Effekt. Und was war jetzt noch die Frage? Ja, ob das hier so, ob in das Europa man... ja, also man spürt das. Manche sprechen von einem Hype oder jetzt sei überall afrikanische Kunst zu sehen und das sei das Thema. So ist es natürlich nicht. Also da ist noch unheimlich viel Nachholbedarf. Und und es ist auch kein vorübergehender Hype. Also das schätzen jedenfalls die meisten so ein. Gus Casely Hayford sagt es ja auch, das ist eine grundlegende Wende und nicht irgendwie so ein kurzes Aufbäumen. Aber dazu gehört natürlich noch sehr viel mehr. Es geht nicht nur um Künstler, es geht um Kuratoren, es geht um Museumsleitungen. Die ganze Szene muss diverser werden. ja, weiter mit Porträts in der Figurative. Ich glaube, das ist eine von den größten Themen des Films, ne? Wie verschiedene Künstler, fast alle Künstler, glaube ich, haben mit Porträts in Figurativ gearbeitet. Und sie haben gespürt, zum Beispiel, wie die Farbe nutzen ist und wie die Körper darstellen würden und auch wie die Schönheit eine Form von so Widerstand ist. Also wie sehen Sie diese Unterschiede zwischen die klassische Porträt und die Porträte, die diese Künstler machen? Also klassische Porträts sind ja meistens die Porträts der reichen, mächtigen Leute, die sich leisten konnten, Porträts von sich malen zu lassen. Das sind so die klassischen. Und wenn da mal Schwarze als Motiv auftauchen, dann sind das Bedienstete, erniedrigte Sklaven, exotisches Beiwerk. Aber sie sind eben nicht im Zentrum und nicht würdevoll und mit Respekt gemalt. Und das macht nun diese Porträtkunst und will auch sehr deutlich zeigen, Schwarze haben ihre eigene Kultur, haben ihren Lebensstil, Schwarze in der Freizeit, das ist ein ganz besonderes Thema, weil man sie immer nur arbeiten sehen. Schönheit wurde quasi synonym mit weißer Haut verwendet. Deswegen ist Schönheit auch ein ganz großes Thema. Es auch selbst annehmen zu können, dass man nicht fremd definierte Schönheit verkörpert, sondern auch seine eigene. Da spielen dann die Farben rein, da spielt dieses auch Expressive, was Peter Uka so beschreibt, eine große Rolle. Ich fand auch interessant, zum Beispiel, wenn wir die Porträt von Michelle Obama sehen, sie nutzt diese, die Künstlerin hat so ein Grisal genutzt, und, aber dann sehen wir zum Beispiel Peter Uka und er macht diese sehr kraftvolle Farbe. Mhm. Und das hat auch zu tun mit, wie die Schönheit für die Künstler ist. Ja, das ist bei ihm natürlich relativ nostalgisch, aber so in dem Sinne, man steht zu diesem Lebensstil, den man feiern will, den man genießen will und sieht sich selbst nicht als eine Randfigur, sondern stellt diesen
Lebensstil, diese Ausdrucksform, all das in den Mittelpunkt, ins Zentrum. Ja, also, ja, Sie sagen vielleicht schon halt kein universal Begriff, ne? Also jeder kann auch von verschiedenen Referenzen diese schon rein konzeptieren. Ja, weiter mit auch mit der Referenz auch. Wir sind die Künstler, sie haben verschiedene Referenzen gesammelt, ne? Fotografie von Familie und auch Freundskreis und auch fand sehr wichtig, viele der Materialien, die sie nutzen, ne? Zum Beispiel ein Armitage bringt diese aus Grün von dem Werk, die Lubungu, das ist der Stoff, ne? Der Rindstoff und alle, auch diese Referenz und Technik und Materialien, sie haben auch ebenfalls so eigene Geschichte. Aber das Ergebnis, also was die Gemälde sind am Ende, sie sind, wir können alle uns damit identifizieren. Ne? Und ja, ich würde so, wie sehen Sie das, dass ganz intime Bilder kommen am Ende auch ein bisschen so universell sozusagen? Ja, auf jeden Fall. Man bekommt sie ja überhaupt erst mal zu sehen, um sich selbst reinzufinden oder abzugleichen oder zu identifizieren. Das sind ja, wie Marianne Ibrahim im Film auch sagt, sie denkt, die Bilder der schwarzen Maler oder die Malerei ist nicht nur für Schwarze. Das ist einfach eine Lücke, die man jetzt zunehmend sieht und die man wahrscheinlich auch erst empfindet in dem Moment, wo sie diese Bilder vorhanden sind. Und ich glaube, können wir auch ein bisschen über die Museen und Kultureinrichtungen sprechen. Ne? Mhm. The Gas Casey Hayford, ja. er sagt sehr interessant, dass die schwarzen Menschen sind überall in solche Museen, so, aber sie haben wir haben unsere Anwesenheit nicht selbst kuratiert. Wir sind da, aber genau wie Sie gesagt haben, wir waren nicht so in der Mitte und in respektvoller Weise und welcher Schritt sollen dann diese Kultureinrichtungen unternehmen, und mehr Diversität zu erreichen? Also das eine ist sicherlich, in den Museen im entsprechenden Kontext herzustellen und Perspektiven einzuführen, diese Bestände auch neu zu betrachten. Das ist das eine. Aber was Gus Casely Hayford zurzeit macht und vor sich hat, er ist ja Gründungsdirektor des Victoria and Albert Museums East. Das ist eine Museumsneugründung im sehr gemischten Osten von London, wo er, wie er das macht, weiß ich noch nicht, aber wo er sich sehr bemühen will, oder das ist eines seiner wichtigsten Ziele, eben dann auch die entsprechenden Bevölkerungsgruppen von allen möglichen Ethnien, Altersgruppen, sonst wie, ins Museum reinzubekommen und ihnen auch was bieten zu können. Also was wirklich, womit sie sich identifizieren können, was ihr Interesse weckt, wo sie ihre Welt gespiegelt sehen. Die erste Anschaffung übrigens für dieses Museum war ein großes Gemälde von Wiley, der Barack Obama porträtiert hat. Und der stellt ja sehr oft ganz normale Menschen in einem Kontext dar oder in einem Stil dar, in dem sonst ja, Potentaten gezeigt werden.
Und er hat eine Frau, die er auf dem Markt in dieser Gegend von London gesehen hat und gefragt hat, ob er sie porträtieren darf, dann auch wirklich gemalt. Und dieses Gemälde ist dann quasi die erste Anschaffung für das neue Museum. Er hat auch gesagt, dass das ist keine, also geben, sondern so erfordert, ne, für aus Künstler, aus schwarze Künstler, auch schwarze, so andere Kunstfachleute. Und ich sehe auch in Brasilien, dass wenn der Staat zum Beispiel und die Kultureinrichtung nicht der Raum offen, viele haben selbst was unternehmen, so kleine Gemeinschaft, Kollektiv gegründet oder Kunsthäuser gemacht und danach kam vielleicht der Press dazu und dann wird mehr berühmt. Also wie sehen Sie das hier in Europa sehen? Also ist es auch so, ein bisschen so auch eine Parallelszene, Kunstszene, die von Schwarzen, also Non-White zum Beispiel? Ja, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, dass ich da so den Überblick habe. Ich habe nicht den Eindruck, dass es so eine geschlossene, nicht weiße Kunstszene gibt. Aber da würde ich mich jetzt zu weit vorwagen. Okay, also haben wir schon Frage von Publikum vielleicht? Wäre toll, wenn jemand... wir haben. Der ist da. Ah, klar. Ja. Ja, vielen, vielen Dank. Ich fand den Film extrem faszinierend. Ich habe mich nur gefragt, ob dieses Narrativ, was Sie ja haben, dass das sozusagen mit der Enthüllung der Obama-Gemälde so angefangen hat, nicht auch verschweigt, dass zum Beispiel Harlem Renaissance, dass es da Künstlerinnen gab, die eben auch gemalt haben, die auch so Musik und andere Formen von schwarzer Kultur, auch Bürgerlichkeit, ja, also auch nicht nur arme Menschen, sondern auch in Wohlhabenden. Ich hatte jetzt gerade die ganze Zeit nachgeguckt, ich habe 2015 im Whitney Museum eine Ausstellung von Motley, oder wie heißt der, gesehen? Also ein Künstler, der von 1890 bis 1980 gelebt hat und eben in den 20er Jahren sehr berühmt war. Wie greifen Sie das? Oder ist es okay, das nicht aufzugreifen? Weil der Film sagt ja wirklich, damit fing es an. Und damit fing es vielleicht nicht genau an oder so. Oder wie genau muss man da sein? Oder warum ist es wichtig, das mit diesem Narrativ dann jetzt nochmal zu betonen? Was fing jetzt wirklich nochmal anders an vielleicht? Also es gab sicher immer schon Entwicklungen vorher, aber man kann das nicht so komplett umfassend erzählen, dann denke ich, verfasert man sich auch. Diese Obama-Porträts waren ein Momentum, denke ich, und haben einen gewissen Durchbruch gebracht, dass sie jetzt das Allereinzige waren. Würde ich auch nicht behaupten, aber vielleicht doch in den letzten Jahren das Wichtigste. Und es ging mir darum zu zeigen, dass damit viel passiert ist, also dadurch viel passiert ist. Es ging mir nicht darum, jetzt die komplette Kunstszene, schwarze Szene in allen historischen und auch im Unterschied der Stile und sonst was zu diskutieren, sondern zu verfolgen, das war auf jeden Fall ein ganz wichtiger Moment und wie haben jüngere Künstler, eine nächste Generation das aufgegriffen, was hat das für sie bedeutet, was hat es ihnen ermöglicht? Darf ich dazu ganz kurz was sagen? Ja. Hallo, funktioniert das überhaupt?
Bin mir nicht so sicher. Ja, als Kunsthistorikerin und Ethnologin, und ich beschäftige mich seit Jahren mit anderen Ethnien in der Kunst, und wir leben in New York, seit 15 Jahren. Sie haben es auf jeden Fall richtig aufgegriffen, denn ich erinnere mich zum Beispiel, natürlich gab es vorher Basquiat etc. etc., aber eine Basquiat-Ausstellung vor 2 Jahren ist was ganz anderes als vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren hätte man sie, wie Sie das auch vorher mit dem Titel sagten, noch in die 70er Jahre, oder in die 80er Jahre in seinem Fall, verknüpft. Heute, genau wie Sie das beschrieben haben, in dieser Basquiat-Ausstellung zum Beispiel, da kamen die ganz jungen Leute, haben Selfies gemacht, haben sich wirklich identifiziert, also sich selbst gefunden und zum ersten Mal dargestellt, dass sie gesehen werden und sich gegenseitig auch sehen können und darstellen können. Was ich fragen wollte, war zu der Zusammenarbeit an dem Film, wie das so etwas strukturiert war zwischen Ihnen beiden. Danke. Okay, danke übrigens für den super Film. Ach, schön, freut mich. Die Zusammenarbeit bestand hauptsächlich darin, dass Billy, der einfach halt habe statt den langen Namen, mich ja immer wieder gefüttert hat mit Informationen, mich aufmerksam gemacht hat auf ganz vieles, teilweise mit mir gegangen ist zu Vorgesprächen, oder auch bei Dreharbeiten dabei war, was zum Beispiel auch die Atmosphäre sehr entspannt hat. Denke ich mal. Also es war immer auffällig, dass die Atmosphäre viel entspannter war. Und ja, und einfach, wir haben das ja immer diskutiert und er war Ideengeber und wie gesagt, von Anfang an, da das ja bei mir auch so eine lange Entwicklung hatte, eigentlich immer dabei, angefangen bei der Preisverleihung, von der ich vorhin erzählt habe. Ich würde aber ganz konkret interessieren, war das, weil Sie eine weiße Frau sind, oder vielleicht lag es auch an verschiedene Art des Humors, dass er dann den Humor, also Sie können ja wenn Sie möchten, der den Humor anders aufgefasst hat, immer ja aus verschiedenen Kulturen, gibt es einen anderen Humor als bei uns in Deutschland? Oder? Also Musik zum Beispiel, das sind dann Titel oder Namen, die mir gar nichts sagen und dann klickt es sofort. Das spielt schon eine große Rolle. Einfach, manchmal sind es nur Stichworte oder oder der Peter Ucker hat ein Hemd gemalt, so ein bisschen 70er-Jahre-Stil, und sagte, ich weiß gar nicht mehr, wie hießen denn diese Hemden? Ich wusste sofort und sagte, Eleganza. So waren sie damals in den Zeitschriften Ebony und so weiter zu sehen. Das ist dann einfach nochmal eine zusätzliche Ebene, die das ermöglicht. Ne? Noch Frage? Ja, vielen Dank für den tollen Film. Ich hänge jetzt an dem Kommentar, diese Kunst ist nicht nur für Schwarze. Und dabei habe ich gedacht, also habe ich mich gefragt, wo die ganze Kunst landet. Ich habe nämlich gehört, dass sie oft von schwarzen, also von afroamerikanischen Schauspielern, Musikerinnen, also recht schnell aufgekauft wird, also um deren privaten Sammlungen zu vergrößern. Vielleicht können Sie dazu ein paar Worte sagen. Ja, also ich denke, deswegen ist das so wichtig, dass Kuratoren und Museumsleitungen und so weiter, auch Galeristen sich darum kümmern, dass sie mehr gezeigt werden. Also dass es nicht in so einem exklusiven Kreis bleibt, wo Rapper sich dann so ein Bild leisten zum Beispiel. Was, glaube ich,
in der Zukunft eine wichtige Rolle spielen wird. Eine Besonderheit, finde ich, ist, dass viele dieser Maler inzwischen andere Künstler in ihren Heimatländern unterstützen und da auch wirklich Strukturen geschaffen haben von dem Geld, das sie hier verdienen. Residenzen, Ausstellungsmöglichkeiten, Fortbildungsmöglichkeiten, die ja, die Kunstszene aus ihren Heimatländern sehr stärkt und die auch zum Teil gerne dann in Europa zeigen würden, die dann aber mit diesem Visa-Problem konfrontiert sind. Also da würde man sicher, also da ist sicher noch ganz viel Potenzial, was nicht gesehen ist und was sich sehr lohnen würde, hier gezeigt zu werden, aber was dann an diesen Geschichten scheitert. Noch Frage? Wenn Sie mögen. Ich hatte vorhin auch noch so viele Fragen, aber jetzt ist so viel dann momentan. Ich wollte nur noch sagen, dass Sie haben also Ihr Konzept ganz anders gestaltet, als es dann wegen der Pandemie tatsächlich war. Ich kann es mir vorstellen, ich muss aber sagen, dass mit dieser Art, sich auf eine Galerie zu konzentrieren, oder fast, haben Sie nicht ganz, aber fast, sehr einheitlich und sehr sympathisch vorkommt. Unter anderem auch deshalb, weil natürlich in Amerika momentan, egal wer, solange Sie schwarz sind, können Sie alles ausstellen. Also die Qualität ist wirklich sehr, sehr relativ. Und Sie haben hier dadurch, dass Sie mit dieser Galeristin gearbeitet haben, haben Sie wirklich den Standard gehalten, der Kunst als solchen. Es ist ja ein Film über Kunst auch. Und ja, wie man das dann, wie Sie gerade erwähnten, noch mit dem sozialen Aspekt in Verbindung bringt, so nach dem Motto, alles ist Kunst, das wird die Kunstgeschichte überhaupt erstmal jetzt angreifen müssen. Und deswegen haben sich dem Thema auch jahrzehntelang ausgewichen, weil sie einfach noch keine Strukturen haben, wie sie dafür überhaupt das angehen sollen. Also das wollte ich noch kommentieren. Danke. Das ist natürlich auch noch ein Riesenunterschied zwischen Europa und den USA, wo es viel entwickelter ist. Also es eine viel größere Szene gibt, aber wie gesagt auch die, glaube ich, sich schon zerfranst in so eine Beliebigkeit. Das kann gut sein. Und ich fand auch interessant, das habe ich jetzt hier nicht vertieft, ich habe den Eindruck, es sind sehr viel mehr Künstler aus anglophonen Ländern, so langsam in die Öffentlichkeit gekommen und werden gezeigt. Und fand deswegen auch die Marianne Ibrahim interessant, aus ganz vielen Gründen. Aber auch, die hat ja den frankophonen Hintergrund im Grunde genommen. Die hat die Erfahrung aus Amerika, weil sie in Chicago eine Galerie hat und kann das ganz gut beurteilen und auch aus diesen Szenen schöpfen. Und ihr Ansatz ist ja in Paris ein bisschen das zu bringen, was man auf der Straße sieht, aber dort in wenigen Galerien oder Kunstinstitutionen. Da wir gerade über Galerien sprechen, was ich ganz interessant finde an dem Beispiel dieser Galerie und ich mich eben fragte, ob das nur der Eindruck ist, die Tatsache, dass vielleicht sich dadurch auch manche Künstler eben oder Künstlerinnen begegnen können, die sich sonst vielleicht nie begegnen wären, eben aus den verschiedenen Regionen und sprachlichen Regionen. Und das trägt dann vielleicht dann wieder dazu bei, diese Kunst universal zu machen. Ne? Also man bleibt eben nicht nur in einem so einem kleinen Bereich, sondern es wird so miteinander, weltweit miteinander verknüpft, dass es sehr viel mehr Sichtbarkeit bekommt und eben auch
sagen, auf das, wenn ich jetzt sage, auf dasselbe Level, meine ich nicht in der künstlerischen Leistung, aber einfach in der Sichtbarkeit, im Zugang zu den Museen und damit auch zu einem entsprechend breiten Publikum. Mhm. Aber das klang so an, aber es war nicht so ganz deutlich. Vielleicht können Sie dazu noch ein bisschen was sagen, weil Sie haben ja vielleicht noch mehr Gespräche mit den Künstlern. Kann ja nicht alles im Film dann wieder umsetzen. Also das findet ganz sicher statt. Marianne Ibrahim hat ja auch vor einigen Monaten eine weitere Filiale in Mexico City eröffnet. Die schwarzen südamerikanischen Künstler sind ja auch irgendwie unterbelichtet. Mhm. Völlig unterbelichtet, und ich fand auch interessant, dass sie den Schritt gewagt hat. Und ich bekomme dann mit, dass ich tatsächlich, also zu den Eröffnungen reisen dann auch die Künstler, die hier in Deutschland oder Frankreich oder sonst wo ansässig sind, die reisen dann da auch an und treffen sich. Also das ist wirklich eine, in dem Sinne, wie Sie es eben schon beschrieben haben, eine sehr vernetzte Gemeinde. Also sie macht so ein Austauschen zwischen die Künstler, die hier in Europa sind, und dann nach Lateinamerika gehen und in Rom. Das wirkt manchmal sehr familiär. Ja, Sie haben ja gesagt, Sie hatten erst ein ganz anderes Konzept vor Corona. Mich würde interessieren, wie das aussah. Und was für KünstlerInnen da noch sozusagen in der Auswahl waren? Also da habe ich noch ein bisschen mehr so auf die prominenten Namen, die wenigen Prominenten, die es zu der Zeit an schwarzen Künstlern gab, gesetzt. Und man muss ja auch immer einen Ansatzpunkt haben, also wo Leute dann oder Redakteure oder wer auch immer Interesse daran finden und anbeißen. Und das war dann durch Corona nicht möglich, weil es sehr viel mehr Beispiele aus Amerika waren und da ging ja gar nichts. Und dann es hat dann immer so weitergearbeitet, wie kann ich an dem Thema dranbleiben, was geht dann wieder, dann habe ich es mehr nach Europa verlagert. So hat sich das entwickelt. Ja, sehen Sie denn auch Möglichkeiten, diese Kunst auf dem afrikanischen Kontinent, oder gäbe es da Möglichkeiten, die dort auszustellen oder vielleicht den Film auch zu zeigen? Oder? Die gibt es, und zwar wirklich tatsächlich geschaffen durch zum Beispiel Michael Armitage hat ein Zentrum in Nairobi gegründet, wo schon ständig Ausstellungen stattfinden, wo er also kenianische Künstler unterstützt, wo er, was auch ganz wichtig ist, auch Fortbildungsmöglichkeiten anbietet, Studienmöglichkeiten und so weiter. Amoako Boafo, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausgesprochen habe, hat das Gleiche in Ghana, auch ein großes Zentrum, vor kurzem eröffnet. Da tut sich eine Menge, aber wie ich eben schon Wiley, der Barack Obama porträtiert hat, hat im Senegal in Dakar ein großes Zentrum, was auch jetzt nicht nur für afrikanische Künstler sein soll, wenn ich es richtig verstanden habe, sondern wirklich global offen sein soll. Da tut sich eine Menge, wie weit die Sachen dann später bei uns gezeigt werden können oder ob man dann in die afrikanischen Länder reisen muss, um sie zu sehen. Das hängt von den hiesigen Visabestimmungen zum großen Teil ab. Vielleicht eine abschließende Frage. Haben Sie schon ein neues Projekt?
Es ist zu früh. Also in dem Kontext habe ich noch kein neues Projekt. Aber ich, es schwirren wieder so Dinge im Hinterkopf, die noch reifen müssen. Ich kann es noch nicht wirklich sagen. Vielleicht hat es was zu tun mit dem, mal gucken. Mit dem Aber ich habe auf jeden Fall große Lust, da dran zu bleiben. Ja. Peter Uga am Ende, er hat so ein bisschen über, also er hat gesagt, dass vielleicht er wird nicht in Zukunft mehr Porträts malen, weil er will sie immer sich entwickeln. Wie sehen Sie dann diesen nächsten Schritt in diese neue Generation? Glauben Sie, dass auch werden die Themen verändern oder? Das kann ich eigentlich gar nicht beurteilen, denke ich, weil das sich noch zu sehr entwickelt und es war in der Vergangenheit so, dass sich schwarze Künstler oft in die Abstraktion geflüchtet haben, um nicht von vornherein als Schwarze abgestempelt zu sein und eine Chance auf dem Kunstmarkt zu haben. Und ich glaube, jetzt wird noch sehr stark die Figuration ausgekostet, sich eben selbst zu sehen und darzustellen. Aber da wird es wie auf jedem anderen Gebiet Entwicklungen geben. Haben wir noch Fragen? Also ich habe keine Frage, aber ich hatte so ein Problem mit diesem Begriff universell. Also es wurden nur afrodiasporische, würde ich mal sagen, KünstlerInnen gezeigt. Und ich frage mich, wie universell ist das dann für schwarze Menschen, die ja sehr diverse Realitäten haben. Und ich habe auch ein bisschen erwartet, dass auch afrikanische Künstler, die halt African-based sind, vielleicht auch gezeigt werden. Genau, und ich wollte über diesen Begriff halt fragen, was ist es nicht das Problem, dass diese ganzen weißen Künstler, die auch meistens weiße, auch Frauen produziert haben, dann das als universell gelten lassen, also auch als universelle Schönheit und ist nicht das genau das Problem? Das ist eine schwierige Frage. Also das erstmal kann ich sagen, es sind ja nicht nur europäische Diaspora-Künstler, sondern es ist der Gerald Gibson, Afroamerikaner, da dann ist Michael Armitage britisch-kenianisch, der auch weitgehend in Kenia groß geworden ist, aber dann seine Ausbildung in London zum größten Teil erfahren hat. Ehrlich gesagt. Ja, bitte. Ohne Zweifel, das haben Sie natürlich ganz richtig gefragt. Und ich bin also mehr im lateinamerikanischen Raum beschäftigt und ich habe zum Beispiel damals, vor vielen, vielen Jahren, in München meine Magisterarbeit über guatemaltekische Kunst machen wollen. Und man hat mich natürlich ausgelacht. Und diese Strukturen, die Sie eben angesprochen haben, also diese Repräsentationsbilder und die eurozentristische Sichtweise, wird sich noch ein Stück hinziehen. Aber auf der anderen Seite zeigt es genau da, wer ein starker Künstler ist, wer das also fähig ist zu durchbrechen und zu zeigen, okay, hey, hier, das bin ich, das ist meine Kunst, hier bin ich aufgewachsen, das ist meine Identität. Da wird sich dann sozusagen der Spreu vom Weizen wieder
wieder, weil man kann ja nicht alle Menschen, ja, man kann nicht alle Künstler sehen, wird sich dann herauskristallisieren. Und Kehinde Wiley zum Beispiel hat schon einen Schritt getan. Er hat jetzt eine Ausstellung in San Francisco im Museum. Landschaftsmalereien. Ja, ja, aber auch Menschen, aber ganz romantisch. Also ganz anders als diese repräsentativen Geschichten. Aber trotzdem wieder im eurozentristischen Sinne. Ja, also eigentlich europäische Romantik-Idee. Wie viel da wirklich von ihm selbst drin steckt, können wir nur raten. Das ist eine Frage der Zeit. Also Peter Uke ist Nigerianer. Wer? Peter Uke. Ja, Nigerianer, aber sind Köln-basiert. Aber sie hat auch gefragt, warum nicht Künstler, die in Afrika wohnen. Ja, okay, man muss ja irgendwie immer eine Auswahl treffen und sich begrenzen. Und weil ich es auch dann großenteils an Marian Ibrahim angebunden habe und weil ich eine Auswahl treffen musste und die stehen für verschiedene Aspekte. Also Shannon Lewis zum Beispiel für das Thema Migration, Gerald Gibbs auch für den Aufstieg. Ja, jeder hat so sein bestimmtes Profil und seinen Schwerpunkt. Und das kann man halt dann in so einem Film nicht endlos auffächern. Also das wäre sicherlich ein eigener Film, dass man sich die afrikanischen Künstler in Heimatländern, in ihren Heimatländern anguckt. Noch Fragen? Vielleicht nur kurz einen Kommentar machen. Ich denke, gerade so diese ersten Schritte, wenn sich etwas so öffnet, wie jetzt gerade die Kunstszene in Amerika und in Europa, haben sie ganz häufig diasporische Künstlerinnen, die als Mediatoren dann auch funktionieren, die das überhaupt erstmal öffnen, anstoßen, damit sozusagen auch das Publikum in den jeweiligen Orten überhaupt das Interesse dafür geweckt wird und dann sehen, oh, es gab eigentlich auch schon andere Ausstellungen, wie sehr häufig im Iwerleberhaus, das mal nebenbei zu bemerken, über afrikanische Künstlerinnen, die in afrikanischen Ländern arbeiten, aber die sehr viel weniger sichtbar sind, sehr häufig. Also nicht, dass es das nicht schon gegeben hätte, wie im Haus der Kunst in München auch und in ganz vielen anderen Museen natürlich auch. Aber ich denke, das ist schon auch, fand ich jedenfalls auch interessant, zu sehen, wie gerade diasporische Künstler dann auch häufig diese Brücke schlagen in verschiedenen ja. Richtungen. Ich das, denke ich, ist eine der wichtigsten Entwicklungen. Darf ich mal kurz, also da wir jetzt sozusagen langsam zum Ende kommen müssen, aber ich weiß nicht, gibt es noch eine ganz dringende Frage oder einen Kommentar zum Schluss? Scheint gerade nicht der Fall zu sein. Dann darf ich erst noch mal danken, dass Sie hier waren und mit uns den Film diskutiert haben. Auch Frau Meyer noch mal danken. Das Publikum, ich würde Sie bitten, Ihnen noch mal zu danken mit einem Applaus. Danke. Herzlichen Dank. Und noch mal ganz kurz auf den Titel zurückzukommen, fand ich sehr schön, weil wir vorhin mehrfach über diese Unmöglichkeit gesprochen haben, dass Künstlerinnen eventuell nach Europa kommen könnten. Dieses Yes, we can so als Motto. Und vielleicht schauen ja doch auch manche, die Einfluss auf sowas haben, diesen Film demnächst. Und es wird sich vielleicht was ändern, das wäre doch unsere Hoffnung. Dann würde ich auch ganz kurz noch gerne ein paar Dankesworte sprechen, wenn ich darf. Zum einen Doris Löhr, die das alles für Bayreuth dann zusammen mit Art auf den Weg gebracht hat, die hier im Publikum sitzt. Ich würde gerne Frau Greiner danken für das schöne Plakat, also auch beide vom Exzellenzcluster. Und ich würde auch gerne nochmal Markus Sponer, der heute Abend wieder Kulturhaus Neuenhäupt vertritt, die uns immer so freundlich empfangen und die Technik immer so wunderbar machen. Vielen Dank. Und
Ja, dann nochmal vielen Dank für die Premiere. Herzlichen Dank fürs Kommen. Herzlichen Dank auch an Sie nochmal. Und ja, dann hoffe ich, dass der Film eine sehr lange und erfolgreiche Karriere vor sich hat, mit viel Rückspiel und Antworten. Herzlichen Dank.